The world is veiled in darkness. The wind stops, the sea is wild, and the earth begins to rot. The people wait, their only hope, a prophecy. When the world is in darkness, four warriors will come. After a long journey, four young warriors arrive, each holding an orb. Hi Leute! Wer von euch kennt diese Geschichte? Ich frage mich, wer, schreibt es doch in die Kommentare. Willkommen zu Let's Retro! Final Fantasy! Ja, Leute, Final Fantasy, der erste Teil auf der NES, Nintendo Entertainment System. Und zwar, Leute, das ist jetzt eine aufregende Geschichte, denn das Spiel kam nie für den europäischen Markt heraus. Das heißt, es hat auf meiner Nintendo, auf meiner NES tatsächlich nicht funktioniert, Leute, als ich es mir gekauft hatte. Das war ein Problem, das ist echt lustig. Denn tatsächlich brauchte es... Das Spiel selbst hat eine andere Nennspannung. Es war für den amerikanischen und japanischen Markt gedacht. Das heißt, ich musste mir jetzt tatsächlich eine amerikanische NES kaufen, Leute. Plus einen Spannungsumwandler, damit ich es spielen kann. Aber es funktioniert, Leute. Es funktioniert. Und das ist so geil. Wochen und Monate, also tatsächlich 2 Monate musste ich darauf warten, bis ich es jetzt überhaupt erstmal spielen und testen konnte. Und rechtzeitig, vorgestern habe ich The Legend of Zelda 2, The Adventure of Link fertig gespielt. Und vorgestern, am selben Tag noch, kam dann der Spannungswandler an und ich konnte es endlich testen. Es funktioniert, Leute, es ist so toll und weil ich eben so lange drauf gewartet habe, Leute, wollte ich es mir nicht nehmen lassen, es heute zu spielen. Und das tut mir leid, wenn es die Qualität ein bisschen runter macht, aber... Und das, obwohl ich krank bin, Leute, es tut mir echt leid, aber ich wollte es mir einfach nicht nehmen lassen. Ich bin nicht ernsthaft krank, nur eine Erkältung, aber ich muss halt immer wieder niesen und mir die Nase putzen. Es tut mir leid, wenn ich da vergesse, einmal etwas davon stumm zu machen. So, aber jetzt geht's los. Wir machen ein neues Spiel. So, was machen wir? Den Kämpfer... Was? Kämpfer Deep B.I. Belt? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Der rote Magier, der weiße Magier, B.I. Magier, ich habe keine Ahnung, Leute. Ah, wir bleiben einfach bei Winder. Passt das überhaupt rein? Wind. Toll. Okay, dann nehmen wir den Dieb. Den nennen wir einfach mal Darius. Also Dari. Dann, ich habe keine Ahnung, was dieses Belt sein soll. Und es ist, ach, Black Belt. BL vielleicht. Das heißt, wir hätten den roten Magier, den weißen Magier und den schwarzen Magier. Und was ist der... Ach, Schwarzgurt! Ah, Schwarzgurt soll das sein, Leute. Na gut, wir haben einen Kämpfer, einen Dieb. Da würde ich jetzt nicht einen Schwarzgurt nehmen, sondern ich würde jetzt einen weißen Magier zur Heilung nehmen. Und den nenne ich... Puh, keine Ahnung. Wen nehmen wir denn da? Wer würde am besten zu einem Weißmagier passen? Nehmen wir einfach Rikulat. Riku. Und dann nehmen wir noch den Rotmagier, oder was haben wir noch? Rotmagier, Schwarzmagier und den Schwarzgurt. Da würde ich jetzt den Rotmagier nehmen. Und den nennen wir... Den nennen wir Prozocker. Hehe. Wo ist das R? Da. Protz. Wind, Dari, Riku und Protz. Passt. So, Leute, ich habe keine Ahnung, wie das Spiel jetzt funktioniert.
Gibt es hier auch versteckte Orte? Wir sind in einem Kampf. Trinken, benutzen wir. Huh. Was haben wir alles für Magie? Gar keine. Trinken haben wir nichts. Gegenstände haben wir nichts. Dann kämpfen wir. Einfach mal auf den da. Was hast du? Nichts. Trinken hat er auch nichts. Auch keine Gegenstände. Okay, dann kämpft er. Auch den da. Der hat hier Magie 2. Nothing. Okay. Er hat auch nichts. Nichts zu trinken. Keine Gegenstände. Dann greift er auch an. So, auch 2, aber auch hier steht wieder nichts. Nichts zu trinken. Keine Gegenstände. Kämpfen wir. Okay, der Imp hat uns angegriffen. 5 Schadenspunkte, das ist nicht gut. Die greifen uns alle an. 1 Schadenspunkt, oh, nicht gut. 4 Schadenspunkte, auch nicht gut. 7 Schadenspunkte und besiegt. Sehr schön. Oh, die greifen jetzt alle das gleiche Ziel nochmal an. Schade. Okay, dann greife ich jetzt den da an. Darius greift den da an und die anderen auch. Ha, daneben! Daneben! 10 Schadenspunkte besiegt. 4 Schadenspunkte vom Rotmagier. 1 Schadenspunkt vom Weißmagier. 8 Schadenspunkte auf mich. Nicht gut. 1 Schadenspunkt vom Dieb. Das ist irgendwie nicht toll, Leute. So, ich greife den an und die anderen greifen den unteren wieder an. Neue Schadenspunkte besiegt. Geil. Daneben, toll. So, wie viel waren das vorhin? 4 und nochmal 2? Und dann, das heißt 6 und 7. 7 Lebenspunkte haben die also. Monsters Perished. Leute, die hatten diesen Song schon damals im ersten Teil. Wie geil. Ja, und jetzt? 6 Erfahrungspunkte und 24 Gold haben wir bekommen, Leute. Okay, können wir da rein? This is Guneria, the Dream City. Die Traumstadt, aha. Da gibt es ein Inn, da gehen wir mal rein. Welcome, stay to save your data. Okay, wir haben 424 Gold, was ist jetzt los? Hm, anscheinend ist schon wieder irgendwo was nicht richtig eingesteckt. Naja. Kostet 30 Gold. Okay. Don't forget if you leave your name. Your game. Ah ja, okay. Hold reset while you turn power off. Okay. Wir wissen jetzt, wie wir speichern können, Leute. I am Arielon, the dancer. Ah, die Tänzerin. See your face up in the clean water. How dirty. Come, wash your face. Okay. My home is Pravoka, a beautiful port city far east of here. Okay, was können wir hier? Welcome! What do you want? Heal Potion, Pure Potion, Tents, also Zelt. Ja, wir nehmen mal Heal Potion? Nein! Bevor ich etwas kaufe, möchte ich erstmal wissen, was es alles gibt. So, bevor ich über den Fluss gehe, möchte ich mich erstmal hier unten umsehen. Nothing here. Barrier!
Yes, we have the power of the orbs! Okay. This is a bell. You might think that there is something to it, but in fact it is just an ordinary bell. Es ist nur ein normaler Brunnen, Leute. Okay, Rüstungsladen. Können wir es verkaufen? Ja, wir haben ja nichts. Okay. Wir können Kleidung kaufen. Wurden irgendwas und eine Kette. Ach so. Das ist eine Stoffrüstung, eine Holzrüstung und eine Kettenrüstung, so wie es aussieht. Okay. So, und hier können wir ein Holzstab, ein Kurzschwert. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Wieder irgendwas Hölzernes. Eine Rapier und ein Eisenhammer. Glaube ich, soll das sein. Alles sehr billig. Okay, was haben wir hier? The king is sure that someday the Light Warriors will come to save the princess, just as in Lucan's prophecy. Okay. Please, save the princess! Natürlich, geh mal bitte weg da, ich will da rein. Die Klinik. You do not need my help now. Aha, okay. Habe ich eigentlich ein Menü? Ich habe ein Menü! Ja! Ich habe wieder volles Leben. Cool. Okay. Item. Wir haben nichts. Magic. Nichts. 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 Na? Nichts. Okay. Waffen. Trade, Drop. Haben wir auch nicht. Nein. Rüstung haben wir halt auch nichts. Status. Erfahrungspunkte 6. Fürs nächste Level 8 ab brauchen wir 34. Stärke 20. Agilität 5. Intelligenz 1. Oh Gott, ich bin strunzdumm, Leute. Vitalität 10. Glück 5. Schaden 10. Hitprozent 10. Eine 10%ige Trefferchance nur. Oder ist das die kritische Trefferchance? Keine Ahnung. Absorb 0. Und Ausweichen 53%. Cool. Dari. Level 1. 6 Erfahrungspunkte, noch 34 bis zum nächsten Level. Stärke 5, Agilität 10, Intelligenz 5, Vitalität 5. Glück 15, wow. Damage 2, Hitprozent 5. Absorbt 0, Ausweichen 53. Cool. Irikulat. Level 1, 6 Erfahrungspunkte, noch 34 bis zum nächsten Level. Stärke 5, Agilität 5, Intelligenz 15. Vitalität 10, Glück 5. Schaden 2. Ich glaube, es ist die kritische Trefferchance von 5%, Absorb 0 und Ausweichen 53%. So, Prozocker ist Level 1, hat 6 Erfahrungspunkte, braucht noch 34 fürs nächste Level, hat 10 Stärke, der ist ja genauso stark wie wir, hä? 10% Agilität, 10 Agilität, 10 Intelligenz, 5 Vitalität, 5 Punkte Glück, hat 5 Punkte Schaden, 7% kritische Trefferchance, 0 absorbieren und 58% ausweichen. Okay. So, können wir mit Select irgendwas machen? Okay. Ich gehe mal mit Winner vor. Mit Dari bleibe ich hier und mit denen gehe ich zurück. Okay, ich möchte die Magier in der Mitte haben. Das heißt, Darius beschützt unten, ich oben. Und die Magier sind in der Mitte und werden von uns beschützt. Super. Ich hoffe, das funktioniert so. Please, save the princess. Ja, werden wir. Okay, was haben wir hier? White Magic. Who will learn the spell? Oh fuck, Rico glaube ich. Cure, Harm, Fog, Arius, Ruse. Okay, heilen, Schaden, Nebel, Ruse. Keine Ahnung.
Keine Ahnung, was das ist. Aber gut, wir können Magie machen. Und was ist hier? Dark Magic? Black Magic, ja. Learn the spell. Feuer? Slap? Ich glaube, das soll Sleep heißen, also schlafen. Lock? Lit. Also anzünden. Einsperren, okay. Ich sollte mich für eine Stimme entscheiden, Leute. Ich wollte gerade versuchen, zwei zu machen. Lucan left this town to join his colleagues at Crescent Lake. Lucan hat die Stadt verlassen, um seine Kollegen in Crescent Lake, also im irgendeinem See, zu treffen. Okay. Nothing here. Okay, Leute, wir können Waffen kaufen, Rüstung, Magie und Gegenstände. Und wir könnten uns heilen lassen und natürlich auch speichern. So, jetzt möchte ich wissen, wo geht es hier hin? Einfach wieder raus? Ja, wo geht es? Kein Signal. Kein Signal ist schlecht. Der hat auch kein Signal. Leute, bevor das jetzt öfter passiert, probiert. Wahrscheinlich ist der Stecker lose. Einfach mal kurz alle Stecker. So. Gut. Ich hoffe, es lag an einem dieser Stecker, sonst muss ich aufstehen. Aber ich muss mal kurz schneizen, Leute. Wie gesagt, wenn ich nicht alle mal jedes Mal erwische und stumm mache, wenn ich schneize, dann tut es mir leid. Aber wenn ich an der Konsole aufnehme, habe ich leider das Mischpult nicht bei mir, dann kann ich mich nicht stumm machen. So, Ich wollte doch raus. So, und hier rein. Dann bin ich wieder hier. Gehen wir mal auf die andere Seite. Bin ich wieder hier. Okay. Das heißt, es ist immer das Gleiche. Wir gehen mal ins Schloss.